Shalom Aleichem. Die geborenen Dates, wo es fallen Neues zwischen dem 17. und 22. Februar, sind verbunden mit wichtigen Persönlichkeiten in dem Traum von Literatur, Theater, Malerei und Geschichtewissenschaft. In dem Tag, dem 17. Februar 1878, in Bialystok, Polen, ist geboren geworden der Prosaiker und Dramaturg Ossip Dimov von der Ehem Josef Perelman. Der Zeugen geworden in einer halb assimilierten Sprache hat er ungeheben seinen Weg in Literatur auf Russisch. Geschrieben in die Peterburger Zeitungen, Feuilletonen und in Jahr 1905 ist erschienen in Russisch die Sammelbuch mit symbolischen Erzählungen Sonze Vorot. Sind 1907 hat Dimov sich ungeheben drücken auf Jiddisch. Bekannt hat ihm gemacht sein Drama Schmeiß Ruhl, was es bei Munib aufgeführt geworden in Russisch und später in Jiddisch, übergesetzt von Goldring. In der Doseker Pjesse weist Dimov die schwere Lage von Jiden in zarischen Russland. Die Pjesse Der ewige Wanderer hat gespielt eine wichtige Rolle auf dem schafferischen Weg von dem Dramaturg. Übergesetzt auf Jiddisch von Jud Mukdoyny hat sie in Amerika aufgeführt Boris Tomaszewski. Was hat euch Dimov gebracht in New York, wo er ist schon geblieben auf ständig? In Amerika hat er veröffentlicht Inderter der Erzählungen, Feuilletonen, Humoreskes und zwei Band Sichreunes, was ich gedenke. Sehr populär, seinen Gewinn seine Pjeses Breut, dem Rebens Hassene, Bronx Express, aber besonders populär ist geworden seine Pjese Der Singer von Montreuer, mehr bekannt wie Jaschke Musikant, aufgeführt in die Theatertruppes über der Welt. Gestorben ist Ossip Dimov in New York, in 1959. Der jiddisch-polnische Historiker Meir Schmiel Balaban ist geboren geworden dem 20. Februar im Jahr 1877 in Lemberg. Studiert Philosophie und Geschichte in der Lemberger Universität und sind 1926 ist Balaban Professor von der Warschauer Universität. Er ist einer von den Gründern von dem Judaistischen Institut in Warschau. Seine belehrenden Artikel hat er geschrieben in Polnisch, Deutsch, Jiddisch und Hebräisch. Zu den wichtigsten seiner Forscharbeiten gehören Jiden in Lemberg auf der Grenze von 16. und 17. Jahrhundert, Geschichte von Jiden in Kroke, zwei Band, zu der Geschichte von den jiddischen Druckereien in Polen und andere. Gestorben ist Meir Schmuel Balaban in Warschauer Ghetto in 1942.
Termuller Maurizi Odermeier Gottlieb ist geboren geworden in dem Galizianer Städtel Drahobych, dem 21. Februar 1856. Sie gelernt Malerei in Lemberg, später in Wien, Krocke, München. Seine Bilder haben eingesappt dem Geist von jüdischem Leben, die tiefen Rischeure und Umid von dem jüdischen Typ, meisterisch übergegeben dem religiösen Ekstase und Begeisterung von Tfille. Für sein kurzes Leben in ganzen 23 Jahren und noch kürzerer schafferischer Tätigkeit, kaum 5-6 Jahre, hat Maurizi Gottlieb bewiesen, vernehmen aber deutlich Ort in der Geschichte von der jüdischen Kunst in Polen. Gestorben ist Gottlieb in 1879 in Krakau. Der Schauspieler Isaac Samberg von Dreim Itzhak Isaac Samborek ist geboren geworden dem 22. Februar 1889 in Warschau. Auf der Bühne hat er sich bekannt gemacht durch die Rollen von Asch-Repertoire in solchen Pjäsen wie Für unser Glauben, Motke Ganev, Gott von Nekume, Kiddush Hashem und andere. Von dem Weltrepertoire hat Samberg sich ausgezeichnet mit seinen Rollen in den Pjäsen von Gogols Revisor, Molières Karger, Bichners Dantes Teut. Ausgenommen beim Publikum hat er in Sholem Aleichems das große Gewinst. Tragisch hat sich übergerissen das Leben von dem berühmten Akteur. Laut den Ideen ist er herausgeführt geworden von der Warschauer Ghetto in Pogiatower Lager, wo er ist umgekommen in 1943.